ein ganz normaler Abend in unserem beliebten Berlin-Neukölln, in Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Wir sehen hier, wie angeblich ein Schlägertrupp ein Restaurant attackiert. Es soll um Schutzgelderpressung gehen. Schreie, Schläge, ein gezücktes Messer und Pfefferspray dürfen natürlich nicht fehlen, wenn 5 Männer hier am Mittwoch einen Restaurantbesitzer und seine Familie in Berlin-Neukölln attackieren. Laut Aussagen der Opfer handelt es sich wohl um Schutzgelderpressung. Einer Polizeisprecherin zufolge waren die Männer mit den Angestellten des Lokals in Streit geraten. Erst verbal, dann handgreiflich und mit diversen Gegenständen. Die Angegriffenen wiederum setzten sich mit Pfefferspray zu Wehr. Die Spuren der Auseinandersetzung zogen sich über eine Länge von 120 Meter durch den Kiez. Zunächst war von Familienstreitigkeiten die Rede, doch offensichtlich geht es hier um organisierte Kriminalität. 2 Mitglieder der angegriffenen Familie wurden verletzt. Einer von ihnen liegt sogar im Krankenhaus. Über die wahren Hintergründe will Mohammed M. nicht schweigen. Er sagte der Berliner Zeitung, die Angreifer waren Libanesen und Syrer, die vor etwa 4 Wochen das erste Mal im Restaurant auftauchten und uns gegenüber komische Andeutungen machten. Beim letzten Mal haben sie ausgiebig gegessen und sind dann aufgestanden, ohne zu bezahlen. Kurz darauf sei sein Vater von einem Unbekannten angesprochen, dass sich so ein Problem gegen Bezahlung regeln ließe. Und dabei ging es nicht um nur 1000 Euro im Monat, sagte Mohammed. Einer der im Video gefilmten Männer zog sogar ein Messer und soll Mohammed gedroht haben: Wenn wir wiederkommen, bist du tot. 2 der Angreifer konnte die Polizei nach dem Angriff auf der Straße stellen. Beiden treten noch die Augen vom Pfefferspray. Der 21-Jährige wurde mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. 3 weiteren Verdächtigen gelang die Flucht, bei der sie eine Tasche mit persönlichen Papieren der Familie M. mitgehen ließen. Die befürchtet nun, dass die Gangster bald vor ihrer Wohnung stehen. Ja, liebe Leute, ist dies das Deutschland, von dem Steinmeier behauptet, in dem wir gut und gerne leben? Sind dies die Veränderungen, die sich die grüne Küchenhilfe so sehnsüchtig herbeigewünscht hat? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, teilt dieses Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Aufreger. Ciao!